Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller? Ein Projekt von Cornelius Hartz. Wir befinden uns hier in Wolfenbüttel auf eine Zigarette mit Tilman Ramstedt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Tilman, erzähl doch mal den geneigten Hörerinnen und Hörern, wie du überhaupt zum Schreiben gekommen bist. Das ist eine lange und langweilige Geschichte. Ich versuche, sie kurz zu machen. Das wäre sehr schön, ja. Nein, es waren Sommerferien als Kind. Die Langeweile war endlos und man musste sich beschäftigen. Und ich konnte sehr schlecht zeichnen. Irgendwann war es auch langweilig, einen Tennisball gegen eine Wand zu schlagen. Und so fing ich an, dann Geschichten zu schreiben, um mir die Zeit zu vertreiben. Und ich merkte, das macht mir Spaß. Und weil es war dann so klar, oh, es macht mir Spaß, schön, das muss ich jetzt erstmal nicht wieder tun. Dann habe ich, glaube ich, 12 Jahre gar nicht mehr geschrieben. Aber hat denn das Ganze am Anfang jemand gelesen außer dir? Ich habe natürlich große Lesungen im Familienkreis gegeben. Mit mäßigem Erfolg. Nein, ist in Ordnung. Ja, aber sonst, ich habe das schon sehr, sehr für mich gemacht. Und dann irgendwann mit Anfang 20 mich wieder daran erinnert. Und dann ging es ab. Und dann ging es sowas von ab. Wir können ja gleich auch verraten, du bist ja auch Teil einer Band, die ja versucht hat. Nein, eine Band mit dem schönen Namen Föhn. Was ja so ein bisschen auch das Literarische mit dem Musikalischen verband. Da bist du dann darüber dann wieder auf die Spur gekommen und quasi so als Einstiegsdroge in die Literaturszene, oder? Genau, es gab immer Anlässe zum Schreiben. Dann später, außerhalb der Langeweile, dann habe ich sowohl mit Freunden so eine Lesebühne gegründet, sodass wir da einmal im Monat in einer schäbigen Berliner Bar vorgelesen haben. Dafür habe ich dann Sachen geschrieben. Ich habe dann auch angefangen, mit Zeichnerinnen und Zeichnern zusammenzuarbeiten. Das waren auch immer die Anlässe, dann Bildergeschichten oder andere Bild-Text-Kombinationsprojekte. Und tatsächlich so am aufwendigsten davon diese seltsame Literaturband, für die auch Texte geschrieben werden mussten. Und dass dann dein erster Band rauskam, das war ein Erzählband, auch wenn nicht Erzählband draufsteht, ja gar nichts drauf. Hat das eigentlich einen Grund, dass da jetzt nicht Erzählungen draufsteht? Natürlich, also der Verlage hassen es, Erzählungen auf Bände zu schreiben, weil die dann nicht verkauft werden. Sie haben zum Glück nicht Roman draufgeschrieben, aber das Perfide ist, wenn gar nichts draufsteht, denken die Leute, es wäre ein Roman. Und ganz viele Leute haben mir danach gesagt, ja, schönes Buch, aber es ist doch kein Roman. Und ich habe gesagt, ich habe nie behauptet, es steht auch nirgendwo drauf. Und ja. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Zu diesem Band, naja, ich hatte dann vor allen Dingen für diese Lesebühne kurze Erzählungen immer geschrieben, die auch teilweise zusammenhingen. Das war der Grund, warum dann nicht Erzählband draufschreiben musste. Es wäre im weitesten Sinne ein Episodenroman, hätte es werden können, wurde es aber nicht. Das heißt, davon hatte ich einige, die veröffentlichte ich dann auch in einer Literaturzeitschrift, ein paar davon. Mit denen bewarb ich mich bei diesem ominösen Open Mic, den ich dann gewann. Und plötzlich wurde ich gefragt, ob ich nicht ein Band schreiben möchte, einen Roman am liebsten. Als ich sagte, nein, ich will keinen Roman schreiben, dann sagte sie, naja, okay, dann halt was anderes. Also ist gleich der Verlag auf dich zugekommen und nicht ein Agent oder so? Sowohl Agenten als auch Verlage. Das war eine sehr privilegierte, aber auch völlig überfordernde Situation. Hast du denn Agenten? Ich hatte sehr lange einen Agenten. Gerade bin ich agentenlos, selbst gewählt, freudig. Du kamst ja dann richtig groß raus mit deinem zweiten Roman, Der Kaiser von China. Diverse Auflagen ist auch ins Ausland verkauft worden, ne? All meine Bücher sind in verschiedene Sprachen übersetzt, aber selten haben die Verlage dann den nächsten wiedergenommen. Also die müssen, glaube ich, grauenhaft gelaufen sein, all meine Bücher im Ausland. Ich habe von den Verlagen nie etwas mehr gehört. Noch mehr durchgestartet bist du dann mit den Abenteuern des ehemaligen Bankberaters. Also da habe ich auf jeden Fall das erste Mal bewusst deinen Namen wahrgenommen. Also ich habe mir dann auch vorgestellt, dass dann nochmal ein Quantensprung kam, was auch so die öffentliche Aufmerksamkeit betraf. Oder kriegt man das selbst als Autor gar nicht so sehr mit? Das weiß ich nicht. Also es wäre jetzt überraschend. Anzahl der Kritiken habe ich jetzt nicht gezählt. Die mögen vielleicht ähnlich gewesen sein. Anzahl der verkauften Exemplare war beim Kaiser von China deutlich höher als beim Bankberater. Tatsächlich? Ja. Okay. Jetzt das Spannende ist ja nun gerade dein letzter Roman, der ja so als Vorzeige-Digitalprojekt von Hansa entstand. So mit Abonnement und jeden Tag hast du ein Kapitel geschrieben. Wie war das als Erfahrung für dich, dich so direkt während des Schreibprozesses auch so in der Öffentlichkeit auszusetzen? Weil es gab ja auch dann auf der entsprechenden Webseite auch so eine Kommentarspalte, wo Leute ihren Senf dazu gegeben haben. Ich meine, du wirst dich jetzt nicht großartig daran orientiert haben,
was dann vielleicht für Vorschläge kamen, wie es weitergehen soll. Aber so ein ganz direktes Feedback zu bekommen, ist als Autor ja wirklich was echt Ungewöhnliches. Ja, aber das schließt jetzt schön den Kreis wieder zur ersten Frage. Denn woran mich das erinnert hat, war tatsächlich das Lesen auf der Lesebühne, wo ich ja auch Texte, ganz frische Texte zum ersten Mal, also auch teilweise unfertige Sachen noch, sofort vor Publikum vorgestellt habe. Und ich das eigentlich mochte, diese Art von Feedback. Also, dass man sofort merkt, was funktioniert nicht. Und ich finde das sehr seltsam, wenn einen ganzen Roman zu schreiben, ohne dass ihn jemand kennt, zwischendurch. Also natürlich zeige ich meinem Lektor, ich zeige es meiner Freundin, Bekannten, sowas. Aber diese Art von wirklich vor einem Publikum das zu lesen, das habe ich immer wieder versucht, dass ich zwischendurch mal eine Lesung habe, wo ich aus dem im Entstehen begriffenen Projekt gelesen habe. Das finde ich sehr beruhigend, dass das nicht ganz so unbesehen gleich gedruckt wird. Ist das denn was du nochmal machen würdest? Oder ist das jetzt so für dich damit abgehakt und dann den nächsten Roman lieber wieder so, wie du vorher gearbeitet hast? Ich glaube, nach außen hin würde ich es jetzt nicht nochmal machen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen reizlos. Das wäre so, okay, man hat es jetzt mal gemacht und es war aber auch ein Spiel, ein Experiment. Und das Gleiche nochmal zu machen, wäre, glaube ich, wäre keine gute Idee. Allerdings sozusagen, ich bin da mit der Auswertungsphase noch nicht fertig, aber das, was mir das beim Schreiben gebracht hat, also was Selbstdisziplin anging, aber auch was bestimmte, auf Ideen zu kommen, auf die man vielleicht mit mehr Zeit gar nicht gekommen wäre, sich selber Sachen durchgehen lassen zu müssen, die man sich sonst nicht durchgehen lassen würde und wo man plötzlich merkt, es ist gut, dass ich es mir habe durchgehen lassen. Das fand ich schon alles fand ich sehr interessant, das mal so zu erfahren. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich für mich selber wieder irgendwelche Spielanordnungen aufbaue. Aber die würde ich wahrscheinlich nicht so nach außen hin kommunizieren. War das denn jetzt gegenüber deiner bisherigen Arbeitsweise mehr Stress? Oder vielen Autoren kenne ich das, dass sie unter Zeitdruck kreativer sind als sonst. Hast du gemerkt, dass dich das in anderer Weise beflügelt oder motiviert? Oder war das dann doch eher so nach 2 Wochen, dass du so ein bisschen so einen Punkt erreicht hast, wo du das Ganze doch sehr verflucht hast? Ach, verflucht habe ich es natürlich täglich, aber ich habe es auch jeden Tag wieder gewusst, dass es ein ungerechtfertigtes Verfluchen ist. Ich habe ja die Bücher davor gar nicht so anders geschrieben. Ich habe immer unter großem Zeitdruck geschrieben, weil ich weiß, nur so gelingt es. Hier war der Druck ein bisschen größer, dafür war der Zeitraum begrenzter. Das tarierte sich so aus, was dann die Belastung anging. Aber in dem Sinne habe ich da nichts Neues über mich erfahren. Ich weiß, dass es ungesund ist und ich es eigentlich gar nicht so haben möchte, aber dass es nur so funktioniert. Also ein Schreiben mit im Grunde der irgendeiner eingebildeten Pistole an der Schläfe. Es gibt jeden November diesen internationalen National Novel Writing Month, wo sich ja jeder selbst so einen Druck machen kann, ne? Und dann tatsächlich auch in 4 Wochen einen Roman fabrizieren. Ist das was, jetzt auch im Hinblick auf deine Erfahrung mit dem letzten Projekt, was du angehenden Schreiberinnen und Schreibern raten würdest, mal auszuprobieren? Ich habe tatsächlich letzten November zum ersten Mal davon gehört und habe dann sofort gedacht, oh, das mache ich jetzt auch mit. Jetzt schreibe ich in einem Jahr 2 Romane. Habe es überhaupt nicht geschafft, auch weil es war schon irgendwie der 6. November und ich hatte schon total viele Termine. Und da ist ja die Vorgabe, es sind wirklich absurd viel, wie viel man da pro Tag schreiben soll. Aber halt immer mit dem Hinblick, hier geht's einmal nur um Quantität, achtet man nicht auf die Qualität. Und das ist, glaube ich, also auch wenn es natürlich... Wenn es jetzt darum geht, ein gutes Buch zu schreiben, sollte man schon den einen oder anderen Blick auf die Qualität achten. Aber ich glaube, gerade wenn man anfängt zu schreiben, verschwendet man so viel Zeit mit dem Nachdenken über Qualität. Und die ist halt auch noch so wechselhaft, gerade am Anfang. Man probiert so viel aus. Und da ist, glaube ich, der Blick auf die Quantität gar nicht so schlecht. Auch mal zu wissen, wie schnell man schreiben kann. Diese Bücher sind, glaube ich, sollen alle so um die 200 Seiten sein in diesem Monat. Und wenn davon jetzt 197 Seiten totaler Blödsinn sind, wenn 3 davon ganz gut sind und man sie für was anderes benutzt, dann ist das gar nicht so ein schlechter Schnitt für einen Monat. Also ich meine, oder sollte man sich immer überlegen, hat man sonst jeden Monat mehr als 3 gute Seiten? Gerade als jemand, der sonst wo das nicht zum täglich Brot gehört. Ja. Ja. Ein schönes Schlusswort. Das Essen ist fertig, genau. Wir gehen jetzt wieder rein und ich danke dir sehr herzlich. Sehr gerne. Schön. Ja, perfektes Teil. Wirklich. Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller?